Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zur Februarlegung. Ja, meine Lieben, meine Sternzeichenlegungen beginnen immer mit so einem kleinen astrologischen Forecast, also mit einer Vorschau. Und für diejenigen, die sich mehrere Sternzeichen anschauen, unten in der Infobox gibt es einen Hinweis, wann man dieses Intro überspringen kann. Es wird heute auch ein sehr kurzes Intro. Denn der Februar ist aus astrologischer Sicht ein sehr unaufgeregter Monat. Was nicht heißt, dass im Februar nicht auch einiges passieren kann, denn der Februar ist der Zwischenmonat zwischen dem richtig krassen Januar und dem noch viel krasseren März. Das heißt, die Energien, die im Januar zu wirken begannen, ne, die Rückläufigkeit von allen Planeten und sowas, die wird sich definitiv im Januar, im Februar weiter auswirken. Und wir haben ja dann den März, wo das Wassermann, wo Pluto in den Wassermann einzieht und somit das Wassermann-Zeitalter einläutet. Astrologisches Neujahr, Saturn wechselt in die Fische, also im März ist einiges los. Und natürlich kann es im Februar auch schon Vorboten von dieser Energie geben. Also nur weil jetzt am Sternenhimmel nicht ganz so viel passiert, kann es trotzdem ein sehr spannender Monat werden. So, wir beginnen. Am 5. Februar haben wir den Vollmond in den Löwen. Und der Vollmond in Löwe, der ruft uns immer auf, uns zu empowern, wirklich in unsere Kraft zu kommen, ne? Vollmondenergie, uns auch wirklich frei zu machen, gerade mit der Sonne in Wassermann, ne? Da ist Freiheitsdenken und Freiheitsdrang definitiv eine große Energie. Hier steht drauf, gerade außer dich, also ich weiß nicht, wie man das interpretieren möchte, aber ne, gerade außer dich, komm aus dir heraus, sei wild, sei ein Löwe, brüll, whatever. Ne? Aber natürlich bekommt ihr zum Vollmond und zum Neumond auch eine extra Legung dann zu diesem Zeitpunkt. So, am 11. Februar tritt Merkur, unser Kommunikationsplanet, in Sternzeichen Wassermann ein. Und da ist er auf jeden Fall sehr am Connecten interessiert. Ne? Der Wassermann, Merkur, der will sich geistig betätigen, der will sich mit Gleichgesinnten austauschen, der will Ideen entwickeln. Ne? Das ist so ein richtiger intellektueller Schlagabtausch, der da stattfinden kann. Oder eben auch wirklich ne, lösungsorientierte Gespräche. Also ich glaube, dass das ein ganz guter Transit ist. So, dann am 18.02. tritt die Sonne ins Sternzeichen Fische ein. Und somit geht es ganz stark dann um spirituelle Entwicklung, um das Erfassen von Dingen auf der 5D-Ebene, ne, um alles, was eben nicht greifbar ist, Spiritualität, Unterbewusstsein, Träume, wie auch immer. So, dann letztes Happening, 20.02., zwei Tage, nachdem die Sonne in die Fische eingezogen ist, der Neumond in den Fischen, stimme dich auf das Göttliche ein, steht hier drauf, ich habe irgendwie das Gefühl, ich muss das übersetzen, und zwar im Sinne von Surrender to the Divine, also gib's ans Universum ab, gib's ab ans an oben, ne? Was auch immer, lass dich führen, lass dich leiten und öffne dich für die nicht greifbare Welt. Am gleichen Tag tritt Venus in den Widder ein, und das habe ich ja im Januar schon gesagt, ne? Venus in den Fischen, was vor Widder ist, macht uns sehr romantisch, sehr verträumt, und jetzt mit der geballten Power von Neumond in Fische und Sonne in Fische kann möglicherweise das, was vor allem in unserem, ich will nicht sagen, nicht vor allem in unserem Liebesleben, aber in Herzensangelegenheiten, ne? Da können auch ganz stark Selbstliebe, Selbstwertthemen liegen. Die Verbindungen mit unseren Mitmenschen, ne? Wie auch immer. Aber da kann irgendwie das Geträumte oder so eher anfangen, ne? Widder ist ja eine Startschussenergie, wirklich Gestalt anzunehmen. Also wir sind sehr gespannt, was da Ende des Monats passiert. Und meine Lieben, das war es auch schon. Mehr ist im Februar tatsächlich gar nicht los. In diesem Sinne, vielen lieben Dank. Ich beginne jetzt mit den Sternzeichen.
Hallo meine lieben Wassermänner und herzlich willkommen zu eurer Februarlegung. Happy Birthday, meine Lieben, alles Gute zum Geburtstag und alles Liebe nachträglich natürlich auch für die Januar-Wassermänner. Ich hoffe, ihr habt einen schönen Geburtstag gehabt oder ihr werdet einen wundervollen Geburtstag haben. Großes Jahr für euch, ne? Großes, großes Jahr für euch. Gut, wir schauen jetzt, was diese Legung für euch bringt. Ich bilde einfach einen kleinen Zeitstrahl ab. Meine Lieben, die erste Karte, die ich sehe, ist das neue Leben. Okay, großes Jahr für euch, sagte ich doch. Ja, ich bilde jetzt erst einen kleinen Zeitstrahl ab, Anfang des Monats, Mitte des Monats, Ende des Monats. Und dann schauen wir, welche Botschaft hier rauskommt. Du, mein lieber Wassermann, tust mir den Gefallen und spürst in dich hinein, ob ich hier deine Energie aufgreife oder nicht. Und wenn du direkt merkst, dass ich hier nicht deine Geschichte erzähle, dann mach die Legung bitte einfach aus, denn dann ist sie für einen anderen Wassermann bestimmt. So, liebes Universum, eine Botschaft für meine Geburtstagskinder. Ich muss dazu sagen, dass die Geburtstagsbotschaften sich jetzt auch schon manchmal zu kleinen Jahreslegungen, ne? Also was bringt dein neues Geburtsjahr? Wir werden schauen, ob das in dieser Legung auch passiert, ne? Dass es eine längergültige Legung wird. Oh, wowski, meine lieben Wassermänner. I love it. Das treue Herz, zwei Kelche an der Unterseite des Decks. Ich bin sehr gespannt, was hier liegt. Mit dem Strom, oh wowski, so viele Karten, okay. Mit dem Strom, Tick-Tack, Seelengefährten und Yin-Energie, wow. Okay, meine Lieben, ich glaube, das wird eine Liebeslegung, wenn du sagst, hey, Liebe, das, oder zumindest eine Legung, wo es um zwischenmenschliche Beziehungen geht. Wenn du sagst, ist nicht mein Thema, dann ist es vielleicht nicht deine Legung, aber Yin ist Ass der Kelche, zwei Kelche und hier noch die Liebenden quasi, Seelengefährten, Energie, habe ich das Gefühl, dass wir hier von möglicherweise einer neuen Begegnung oder einem Neuanfang sprechen mit dem Ast der Kelche, mit der Yin-Energie. Aber Yin-Energie ist erstmal das Prinzip des Empfangens. Aber sehr spannend. Okay, also die zwei Kelche ist die Hauptenergie, so habe ich das wahrgenommen. Mein Leben Uranus, ne, dein Herrscherplanet, Turmenergie, bringt möglicherweise überraschend, unerwartet einen König der Stäbe in dein Leben. Oder vielleicht ist er ja auch schon in deinem Leben. Ne? Es hat ja mit dem Ast der Kelche begonnen. Ah ja, da bist du, die Königin der Schwerter, die da noch ein bisschen skeptisch drauf schaut. Nein, muss nicht sein. Muss nicht sein. Wir schauen mal. Aber ich muss das ein bisschen hochlegen, fällt mir gerade auf. Ich meine, der Monat beginnt ja mit dem Vollmond in Löwe. Löwe ist dein gegenüberliegendes Sternzeichen. Das heißt, betont deine Beziehungsthemen. Es kann schon sein, dass dieser Vollmond beziehungstechnisch irgendwas schließt. Ne? Und wenn sich eine Tür schließt, Aster Kelche, Neuanfang, öffnet sich eine neue Tür. Ich habe das Gefühl, du treibst auf jemanden zu. Bin gespannt, wie die Tic-Tac-Karte sich zeigt. Aber jetzt auch noch ein König der Schwerter, meine lieben Counterpart-Energie. Ne? Wir haben ja die Königin der Schwerter auch gerade gesehen. Die Tic-Tac-Energie bin ich gespannt. Aber jetzt frage ich erstmal, wie beginnt denn dieser Monat mit dem Ast der Kelche hier? Wie beginnt denn dieser Monat mit dem Ast der Kelche für meine Wassermänner? Wie gesagt, für manche, oh, ausgeh, I love it. Für manche, sechs Münzen, sehr gut. Kann es eine Jahreslegung sein, ne? Dein neues Geburtsjahr, der Mond, interessant, okay. Vollmond in Löwe, hat was, okay, der Vollmond in Löwe. Sieben Münzen. Vier Schwerter, Mäßigkeit. Also, solltest du irgendwelche Unsicherheiten oder Ängste
gehabt haben oder vielleicht auch irgendetwas, was dir nicht so ganz klar war, über einen längeren Zeitraum, siehst du, ne, vier Schwerter, Mäßigkeit, findest du hier definitiv Heilung und Frieden und ich meine, Schütze-Energie ist Optimismus. Ich verstehe trotzdem noch nicht, was reinkommt. Also, vielleicht bringt dieser Vollmond erstmal nur eine schöne innere Ausgeglichenheit, eine schöne innere Balance, ne? Innere Ruhe. Dann go with the flow. Eine Karte zu der, ne, das ist diese sieben Kelche, Gottes Willen, mit dem Strom. Ne? Das ist für mich so go with the flow, lass dich treiben, lass dich führen. Eine Karte zu dieser go with the flow Energie, die neun Stäbe, die acht Schwerter. Eine Karte hierzu noch. Der Tod. Wow. Diese Tick-Tack-Energie. Weil das ist so. Diese Go-with-the-Flow-Energie ist, ne? Lass dich treiben, von einem Tag in den nächsten leben. Aber dann bei Tick-Tack ist so, für mich ist es immer jetzt oder nie, ne? So. Auf einmal geht es irgendwie schnell. Die Tick-Tack-Energie. Die 10 Münzen und die 7 Kelche. Die 10 Schwerter, oh mein Gott, meine lieben Wassermänner, was ist denn hier los? Die Seelengefährten. Der Gehängte auf dem Kopf. Und die Herrscherin. Die Sache ist die, ich sehe noch keine andere, also ich sehe andere Personen, aber ich sehe die Energie dieser anderen Person nicht. Ich hätte gern eine Energie zum Gegenüber. Eine Energie zum Gegenüber, über das wir hier reden. Ast der Münzen, okay. König der Stäbe, da ist er, okay. Da ist der König der Stäbe mit dem Ast der Münzen und den sechs Schwertern, okay. Na, die sechs Schwerter ist ehrlich gesagt dieselbe Energie wie hier auf dieser Go with the Flow Karte. Okay. Dann hätte ich gerne noch eine Karte zum Tod oder eine Information zum Tod. Wow, meine Lieben, nochmal die Liebenden an der Unterseite des Decks, ne? Diese sehr gefährten Energie. Und die 10 Kelche. Okay. Also ich weiß nicht, wo du herkommst. 10 Schwerter, 8 Schwerter, 9 Stäbe. Ich weiß nicht genau, wo du herkommst. Das muss ich abklären. Wo kommst du denn her? Die Liebenden, Ast der Schwerter. Ja, zweimal Entscheidungen. Okay. Wo kommst du denn her? So eine umfangreiche Legung, meine Lieben. Wo kommst du denn her? König der Schwerter. Eine Karte zum König der Schwerter. Die vier Kelche. Okay, meine Lieben, zwei Kelche. Ich verstehe.
Auf jeden Fall gibt es eine Person, zu der du zurückschaust. Der König der Schwerter ist Wassermann-Energie, deswegen nehme ich wahr, dass du das bist, die hier irgendwie zurückschaut. Ist krass, dass sich jetzt die vier Kelche hier zeigen, weil die vier Kelche ist so, ne, das Ass der Kelche kommt aus einer Richtung, in die man nicht schaut. Die 10 Schwerter, die 9 Stäbe, sagen mir, es gibt hier definitiv eine Verbindung, die zu einem Ende gekommen ist. Meine lieben Wassermänner. Oder die zu einem Ende kommt. Ich habe aber das Gefühl, wenn du das annehmen kannst, mit diesem, wenn du diese Veränderung annehmen kannst, so. Und sagen kannst, okay, ich ergebe mich dem Göttlichen, ne? Ich surrender to the journey, ich übergebe mich der Reise hin zu meinem Seelengefährten. Ne? Wir haben jetzt hier nochmal die 2 Kelche und wir hatten nochmal die Liebenden. Ich habe das Gefühl, dass der König der Stäbe eine neue Person ist, ne? Ass der Münzen, Ass der Kelche hier am Anfang, die dich ganz anders sieht als die Person, mit der du vorher zu tun hattest. So nehme ich das wahr. Ne? Das sind ja die Klärungskarten zum Seelengefährten. Das ist eine ganz andere Dynamik, nämlich die Energie von Empfangen. Und wir hatten ganz am Anfang die 6 Münzen, ne? So. Ich weiß nicht, in was für eine Geschichte du vorher gesteckt hast, mein lieber Wassermann. Möglicherweise in einem Wartezustand mit den 7 Münzen oder in irgendeiner Art und Weise in einer Ungewissheit. Vielleicht hattest du auch irgendwie mehrere Optionen, aber keine davon war so richtig 10-Münzen-mäßig. Also keine war irgendwie das, was du gesucht hast. Und ich habe das Gefühl, dass dieses Weiterziehen, ne, hier liegt auf jeden Fall ein Weiterziehen und dich möglicherweise ja im Februar einem König der Stäbe näher bringt. Also ich nehme den König der Stäbe wirklich als eine neue Person wahr. Wir fragen mal, wer der König der Stäbe ist. Eine Karte zum König der Stäbe. Das Rad des Schicksals, okay. Wow, okay. Die 3 Münzen. Wow. Ja, wow. Okay. Meine Lieben, Dana. Ich wollte sicher gehen, dass wir hier nicht über eine Person aus der Vergangenheit reden, die in veränderter Energie zurückkommt, aber hier liegt keine Energie, die irgendwie auf die Vergangenheit schließen lässt. Also, wir haben hier Power Couple Energie. Wir haben hier Rat des Schicksals, wir haben hier gemeinsam, ne, gemeinsam an einem Strang ziehen. Und genau das liegt hier in Form von einem Ass der Münzen. So, gut. Eine sehr klare Botschaft. Liebe Wassermänner, der Narr ist, ne, eine Reise beginnt bei Null, Ass der Münzen und diese Karte. Also, hier kommt ein Angebot, ein ernst gemeintes Angebot aus einer neuen Richtung, aus einer Richtung, in die du nicht geschaut hast. Und hier, ne, hier sind immer diese Hände, die diese Uhr ergreifen. Hier ist das Ass der Münzen, das auch von Händen, ne, genommen wird. Ich habe das Gefühl, in diesem Treiben lassen, in dieser Akzeptanz. Ich nehme hier mit der Mäßigkeit eine Energie wahr von, ich akzeptiere, was für mich und was nicht für mich bestimmt ist. Ich akzeptiere die Veränderung, solange sie mich, ne, Richtung 10 Kelche führt. Ich gehe meinen Weg weiter. Ich schaue nicht zurück. Ich hänge meine Wünsche nicht an den König der Schwerter, sondern ich lasse mich treiben und schaue, wo das Universum mich hinführt. Dann sehe ich hier oben, ne, Königin der Stäbe, König der Stäbe, drei, Quatsch, Rat des Schicksals.
sehr starke Zehner-Energie, ne? Rat des Schicksals ist 10, 10 Münzen, 10 Kelche, 10 Schwerter. Also hier ist definitiv irgendwie das Ende eines Zyklus und hier ist definitiv auch der Anfang eines Zyklus. Habe ich das Gefühl, dass dir ein Seelengefährte begegnet, der ganz anders ist als der König der Schwerter, ne? 180 Grad, der dich sieht, der dich wahrnimmt. Ne, hier mit dieser gemeinsamen Energie, wo sofort ein Vibe herrscht, der in eine Zwei-Kelche-Energie mündet. Ne? So, man hat das gleiche Interesse aneinander, man will das gleiche miteinander aufbauen. Hier ist ein ganz wundervolles, leidenschaftlich, kreatives, ne, Spaß, inneres Kind, whatever. Hier ist eine ganz tolle Energie zwischen euch. Und wo du, glaube ich, auch sofort, ne, wenn hier, das bist du bist die Herrscherin. Wenn du in diesen Empfangsmodus kommst, siehst du auch, also du siehst den König der Stäbe sofort und als das, was er ist, ne? Und ich habe auch das Gefühl, dass du in dem Moment, wo dich dieses Ass der Kelche erreicht, weil du Herrscherin, Yin-Energie, weil du absolut auf Empfang bist, ne? Weil du sagst, Universum, surrender to the journey, zeigt mir, was für mich bestimmt ist. Ne? Zeigt mir, wer hier für mich bestimmt ist. Und ich habe das Gefühl, dass du ihn sehen wirst. Ne? Wenn du nicht, ich frage ja, woher kommst du? Ne? Wenn du nicht in der Vergangenheit suchst. Bevor ich jetzt ins Extended einsteige, ich hätte gerne noch eine Karte zu den vier Kelchen. Weil hier kann was geklärt werden, ne? Ja, wow. Hier kann auch was geklärt werden, ne? Aus der Vergangenheit, was dich dann endgültig loslässt, ne? So, das Geheimnis oder die offene Frage, ne? Aber irgendwie findest du hier absolut deinen Frieden mit der Vergangenheit. Möglicherweise auch, weil, ne? Weil das Ass der Münzen kommt. Und der Narr und die Welt, ne? Also, ich glaube, dass du die Vergangenheit hier loslässt. Wirklich. Diese ganzen Zehnerkarten, die Welt jetzt noch. Mein lieber Wassermann, ich habe das Gefühl, dass eine Person in dein Leben kommt, die besser zu dir passt. Die aus göttlicher Sicht, ne? Rate schicksalsmäßig, für dich bestimmt ist. Und die dich genauso sieht mit der Herrscherin, wie du bist, die dich toll findet, offensichtlich, ne? Hier eine Person, die dich toll findet, weil du genauso bist, wie du bist. Und das finde ich ist eine sehr schöne Legung, meine Lieben. Okay, so lasse ich das hier stehen. Unten in der Infobox findet ihr den Link zum weiterführenden Reading, wo ich auf all das hier nochmal genauer eingehen möchte. Ich frage definitiv ein bisschen was zum König der Schwerter noch nach, aber fokussieren werde ich mich auf dich und den König der Stäbe. Wie, wo, was, wer? So. Genau. So, liebe Wassermänner, ihr seid die Geburtstagskinder. Ihr findet das Extended Reading auch in meiner Soul Family Member Mitgliedschaft. Das ist 1 Euro günstiger, als es einzeln zu kaufen. Und dann könnt ihr da mal reinschauen, ob euch das gefällt, was es da gibt. Aber ansonsten, ja, alle meine Zusatzvideos gibt es in meiner Soul Family hier auf YouTube. Es ist immer so schwierig, das am Ende hier zu sagen, weil ich will das überhaupt nicht so zu so einer Verkaufsshow machen. Deswegen fällt mir das immer total schwer, das so zu beschreiben. Ihr findet alle Infos dazu in der Infobox, das will ich sagen. Genau, und für die Wassermänner unter euch, die sich das Zusatzvideo nicht anschauen, ich sehe schon etwas zu einem Ende kommen, ne? Ich weiß nicht, in wie oder wie. Möglicherweise durch etwas Neues findest du dieses Closure oder du findest dieses, ne, dieses Closure, diesen Abschluss und bist dann absolut empfänglich für das Neue. Das kann sein, ne, dass man hier energetisch auch noch etwas abstreifen muss und sagen muss, okay, ne, ich gebe mich der Reise hin, ich lass mich führen, ich lass mich leiten, weil das wird dich definitiv
einer Energie oder mehr ges besser gesagt einer Person, diesem König der Stäbe, näher bringen, ne? Hier so. Ja, mit der keine Ahnung, was aufgebaut werden kann, aber Ass der Münzenrat des Schicksals, drei Münzen schon irgendwas Gemeinsames, ne? Je nachdem, was du halt, an was du interessiert bist. Aber meine Lieben, ich sehe große Dinge. Ich sehe große Dinge. Genau, und so lasse ich das hier stehen. Vielen lieben Dank. Vielleicht bis gleich. Ansonsten hoffentlich bis bald. Tschüss.